Und dann pflanzen wir alles neu an. Oh, Hallöchen. Merli, du stehst da am Weg. Ich möchte bitte pflanzen. Und ich mit dir reden. Merlin, geh mal ein Stück. War das jetzt eigentlich gemein, den so zu schubsen? Okay. Wir hören uns später. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. Haben wir erledigt. Hab ein Dorfbewohner auf dem 6. Freundschaftslevel. So. Das habe jetzt nicht nur ich gesehen, oder? Unsere kleine Hologramm-Mini-Maus hier an der Ecke, die habe jetzt gerade nicht nur ich gesehen, oder? Die haben wir schon alle gesehen. Ich werde jetzt nicht wahnsinnig. Oder so. Oder verrückt, weil ich seit gut 5,5 Stunden heute schon Dreamlight Valley spiele. Als ob sie noch nicht gewachsen sind. Mann, wie lange brauchen die denn? So. Wir gehen mal kurz hier hoch. Weil wenn das jetzt doch noch so lange zu wachsen braucht, dann würde ich mich eigentlich ganz gerne mit dem Dings beschäftigen, mit dem Gespenst. So, suche das Gespenst im Traumschloss. Machen wir. Hallo Gespenst. Gespenst. Kaspar, wo bist du? Danke für deinen Besuch. Willst du mir sagen, dass sie das Gespenst ist? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Endlich, jemand ist da. Moment, warte, ich habe für diesen Moment geprobt. Sei gegrüßt, ich bin Vendelope und von Schweiz, Prinzessin und Präsidentin von Sugar Rush, sowie eine hervorragende Fahrerin von Slaughter Race. Hä? So, wer bist du und was ist das für ein verrückter, funkelnder Ort? Ich bin Betty, das ist das Dreamlight Valley. Wie kommt es, dass du hier bist? Technisch gesehen bin ich nicht hier. Ich glaube, ich bin eigentlich nirgendwo oder überall. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Normalerweise habe ich meinen Glitch vollständig unter Kontrolle, aber eines Tages, peng, bin ich auf dieses verrückte Netzwerk gestoßen, das ich noch nie gesehen habe. Jetzt stecke ich fest. Ich habe keine Kontrolle und ich weiß nicht, warum. Magie und Technologie vertragen sich nicht immer. Vielleicht bringt die Dreamlight-Magie meinen Glitch durcheinander. Also deinen. Stimmt, deshalb, ne, ist ja auch egal. Uff, eigentlich hätte ich mir denken können, dass ein Ort, der Dreamlight Alley heißt, wir heißen Dreamlight Valley, mir Probleme mit Magie beschert.
Es muss doch einen Weg geben, wie ich dir helfen kann. Hast du vielleicht so ein Dingsbums, in das man reinredet und das dann Fotos macht? Ich habe da nämlich eine Idee. Meinst du ein Handy? Ja, das ist es. In dem Netzwerk, in dem ich festsitze, werden eine Menge Fotos geteilt. Ella, hi, danke schön für deine Freunde. Schön, dass du da bist. Wenn du versuchen würdest, ein Foto zu machen und es im Netz zu teilen, können wir vielleicht herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber hey, verlass das Schloss und mach ein Foto von etwas Großartigem. Ja, zeig mir, was ich verpasse. Komm schon, zu diesem Gesicht kann man einfach nicht Nein sagen. Sieh nur, wie bezaubert ich bin. Vollständig. Dream Snaps auf einigen optionale... Auf einige optionale Aufgaben kannst du nur über unsere Funktion Dream Snaps zugreifen. Dream Snaps ist ein lustiger neuer Spielmodus, in dem du deine Kreativität zum Ausdruck bringen und exklusive Preise verdienen kannst. Dekoriere, mach ein Foto mit deinem Handy und schick es ab, ist ein Kinderspiel. Ach, und das war's jetzt? Das war jetzt die Aufgabe? Tatsache, das war jetzt die Aufgabe. Nimm an der Herausforderung von DreamSnaps teil. Nimm ein Foto mit den Anforderungen auf, die du im Menü des DreamSnaps findest. Dream Snaps, aktuelle Herausforderung. Erforderlich, verspielt, vertraut. Modern, reif, reicht's, Belohnung, starte deine Motoren. Überquere die Ziellinie, indem du zu Ehren von Venelope von Schwyz, der beliebtesten Prinzessin des Rennfahrens, dekorierst. Um zu beginnen, überprüfe die Anforderungen. Ah, ja, moin. Okay. Ich verstehe. Macht ja gar keinen Sinn. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also mit Dream Snaps brauchen wir uns nicht groß beschäftigen. Das brauchen wir nicht tun. Was waren jetzt die anderen Sachen nochmal? Das können wir nicht machen. Dafür ist es noch nicht so weit. Was war das nochmal? Mach Fotos von den folgenden Bäumen, wenn sie in voller Früchte sind. Apfelbaum, Bananenstaude. Okay. Das lässt sich auch relativ leicht erledigen. Und danach müssten wir dann... Also for real... Also, wenn wir danach dann jetzt wieder zurück in die Höhle gehen und es ist immer noch nicht so, dass die Dinger gewachsen sind, dann dreh ich durch. Denn das ist der for real. Bild machen. Hammer. Wir haben jetzt ein Bild mit einem Apfelbaum. Coole Sache. Achso, warte mal, wir haben die Aufgabe nicht ausgewählt. Nee, das ist es. Bananenstaude. Hier stand doch eigentlich auch mal eine. Stand hier nicht eine Bananenstaude eigentlich? Ja. Aber hier steht unten eine, oder? Da. Ich wollte doch gerade sagen, hier muss irgendwo eine Bananenstaude stehen. So, dann machen wir jetzt noch ein Foto. Oh, da ist Merlin mit. Merlin. Warte mal, können wir den Modus wechseln? So, dann haben wir beide drauf. Boah, diese Pflanzenfotos sind toll.
Wie wäre es, wenn du versuchst, etwas Schwierigeres zu fotografieren, wie Tiere? Es ist schwieriger, sie zu fotografieren, weil sie sich dauernd bewegen. Du solltest einige Eichhörnchen auf dem Hauptplatz und Kaninchen auf der Wiese finden. Mache Fotos von Folgenden auf dem Hauptplatz und der Wiese. Eichhörnchen, Kaninchen. Eichhörnchen. Ich sehe kein einziges Kaninchen. Die laufen dir die ganze Zeit zwischen den Beinen, sobald du hier rumläufst. Sonst brauchst du mal ein Kaninchen. Du findest keins. Da ist ein Kaninchen, ein Eichhörnchen drauf. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich zählen. So, Kaninchen. Hammer. Gar kein Problem. Goofy. Wir haben ein paar tolle Bilder, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's. Wir haben Pflanzen, aber keine Bilder von Blumen. Es wäre eine Schande, nicht all die schönen Blumen im Tal zu fotografieren. Es gibt jede Menge Löwenzahn und Bartfaden auf dem Hauptplatz. Auf der Wiese sind Gänseblümchen und großblütiger Bartfaden. Diese Bartfaden wachsen an vielen Orten. Du solltest in der Lage sein, tolle Bilder von ihm zu machen. Rotes Gänseblümchen, grünblühender Bartfaden, weißer, rosafarbener Bartfaden, Löwenzahn. Ach komm. Es ist so dämlich. Hammer, ich wollte gerade sagen. Das hat als grünblühender Bartfaden gezählt, aber ich dachte, grünblühender Bartfaden ist einfach nur grün. Weißer, rosaner. Haben wir irgendwo noch Blumen? Haben wir hier noch Blumen? Nicht? Das kann es ja wohl nicht angehen. Was bist du? Ich mache einfach mal ein Foto von dir. Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber vielleicht bist du das, was ich brauche. Scheinbar nicht. Du bist die gleiche, ne? Ja, ne, bringt ja dann nichts. Ist das der rosafarbene Bartfaden? Und rosaner. Also brauchen wir einfach noch ein Foto mit weißem. Ist das der rosafarbene? Und ein rotes, was ist rotes Gänseblümchen?
Die Gänseblümchen sind eigentlich auch auf der Dings, ne? Auf hier Hauptdingsbumsens. Die Gänseblümchen sind eigentlich nicht. Okay, unser Inventar ist voll. Die sind eigentlich nicht unten auf der Wiese. Lager öffnen. Hammer. Ich habe mir meinen Ellbogen gestoßen. Ich brauche ein rotes Gänseblümchen. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Schön, Merlin, freut mich. Wenn sonst nichts ist. Sammeln Blumen, rotes Gänseblümchen. Wie sieht es aus? Okay, das steht so hoch. Das ist nicht das, was den Kopf hängen lässt. Es ist ein hochstehendes Blümlein. In Rot. Habe ich zufällig eins im Inventar? Wahrscheinlich nicht, ne? Obvious nicht. Können wir jetzt bitte ein rotes Gänseblümchen finden? Da war jetzt gerade schon wieder das Mini-Hologramm. Das ist jetzt ein bisschen creepy. Hallo, ich brauche ein rotes Gänseblümchen, bitte. Das wäre wirklich toll, wenn wir jetzt bitte ein rotes Gänseblümchen finden könnten. Damit ich davon ein Foto machen kann. Das sind auch alles Gänseblümchen und auch alles wunderschöne Gänseblümchen, aber kein rotes. Nimm mich nicht hops. Das ist roter Bartfaden, den brauchen wir nicht. Wir brauchen bitte ein rotes Gänseblümchen. Wir finden jetzt hier gerade schon so viel. Nur nicht das, was wir brauchen. Kann dann mein Inventar schon wieder voll sein? Hallo Goofy. Das ist alles so richtig schöner Bartfaden und so. Ich gucke jetzt nochmal unten auf der Wiese. Weil rein theoretisch, wenn das hier oben nicht ist, dann muss es ja unten sein. Alles andere würde ja offensichtlich keinen Sinn machen. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich so loswerde? Nee, ne? Habe ich die vorhin nicht gegossen? Doch, oder? Roter Bartfaden, den brauchen wir auch nicht. Hier stehen überall jetzt gelbe Gänseblümchen. Ein rotes Gänseblümchen, ja! Oh mein Gott! Gib mir ein Foto mit dem roten Gänseblümchen. Und von mir aus auch mit Merlin. Ist auch okay. Nehme ich. So, wo ist jetzt Goofy?
Schau mal. Hallo, Kumpel. Sieh dir all die wunderschönen Fotos des Tals an. Du hattest recht, Betty. Du bist sehr kreativ. Das sieht doch schon mal nach einem guten Anfang aus. Okay, das haben wir vervollständigt. In Ordnung. Dann machen wir jetzt damit weiter. Und gehen jetzt noch einmal schauen, ob in der Höhle die Sachen jetzt gewachsen sind. Damit wir sie jetzt ernten können. Damit wir jetzt einmal weiterkommen. Komm schon. Ich gehe da jetzt rein. Und wir gehen da jetzt runter. Und wenn ich da jetzt rein und runter gehe, ist da alles schön. Und wir können es ernten. Die können wir, aber die können wir immer noch nicht. Och, das ist doch ein Scherz. Tomaten brauchen noch gar nicht so lange. Okay, in Ordnung. Okay, in Ordnung. Ich meine, ändern können wir es ja eh nicht. Hier ist jetzt halt alles am Wabern, ne? Das ist, muss jetzt erstmal wieder wachsen. Den Rest können wir nicht, ne? Können wir irgendwas Gutes davon verkaufen oder so? Auch nicht. Oh Mann. Was haben wir denn noch so an Aufgaben gerade? Ein neuer Zauber. Sammle einige Gegenstände für Merlin. 4 Löwenzahn, weißes Gänseblümchen, 6 Bananen. Hammer. So, das behalten wir, das kann weg. Das behalten wir auch, das behalten wir, die behalten wir. Die kann auch mit weg. Und die Äpfel behalten wir auch, die brauchen wir von Merlin. Und das kann eigentlich Tschüssikowski, ciao Kakao. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Was war da jetzt? Was lag da jetzt? Oh, das waren die Bananen, ne? So, dann brauchen wir 4 weiße Gänseblümchen und was war das? 4 Löwenzahn. Das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Das ist wahrscheinlich ein gelbes Gänseblümchen, oder? Das ist Löwenzahn. 2. Komm schon, davon steht bestimmt irgendwo noch mehr rum. Oder auch nicht. Da. 3. Weißes Gänseblümchen. Okay, das ist schon mal kein weißes Gänseblümchen.
Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Ja, ich weiß. Kannst du bitte meine Freundin sagen? Hallo. Wir sind schließlich in 2023. Wir können die Scherbe nicht aufheben. Moin. Haben wir hier unten Gänseblümchen? Wo finden wir Gänseblümchen? Nee, sammeln. Friedliche Wiese. Okay, also wieder hoch. Ach, da! Nummer 1. Unser Inventar ist voll. Leg das weg. Nummer 1. Hallo. Nummer 2. Das ist ein gelbes. Oh, Wally ist auch einfach so süß. Wir brauchen immer noch einmal Löwenzahn. Der ja hier oben wächst. Nee, da steht Bartfaden. Oh, okay. Okay, ich habe nicht gewusst, dass es da auch das Steinwand-Ding gibt. So, Wiese. Ich kann natürlich auch noch 3 Jahre hier rumlaufen und hoffen, dass es zufällig spawnt. Ach Mann! Hallöchen! So, wir verkaufen jetzt einfach nochmal. Das kann weg, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Nee, alle, das kann auch raus, das kann weg. Ja. Ja. Schon gut. Bis bald.